Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr musstet eine verdammt lange Pause ertragen. Sorry dafür, hatte einfach zu viel Stress um die Ohren. YouTube ist da ganz, ganz, ganz links liegen geblieben. Fühlte sich auch gar nicht gut an, wenn man seine Projekte nicht nachkommt. Aber es ging leider nicht anders. Sorry dafür. Jetzt durchbrechen wir diese Pause und es geht weiter mit Subnautica. Wir spielen ja immer noch die Experimental-Version. Da befinden wir uns aktuell in der Juli 2020 31327-Version. Und ja, in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe oder aufgenommen habe, habe ich aber dennoch immer Updates gemacht, weil ich trotzdem neugierig war, während ich andere Sachen machen musste. Und habe immer gestaunt. Wow, 500 MB, nochmal 500 MB. Also, da sind schon wieder einige Sachen geändert worden, von denen ich keine Ahnung habe. Viel mit Animationen habe ich lesen können in dieser Trello-Seite von Subnautica. Da steht ja immer drin, was Neues ist, aber ich finde die Seiten sehr, sehr, sehr unübersichtlich und hoffe, dass wir das irgendwann mal entschlüsseln, was sie da so alles Neues. Wenn ihr Informationen habt, was Neues gibt, wo es sich lohnt, mal wieder hinzugehen und hinzuschauen, sich was anzugucken, dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich da mega drauf auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt hier oder da was Neues. Ich glaube, es gibt sogar einen neuen Fisch, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich auf den Bildern gesehen, aber na, die Übersetzung von mir war wieder so schlecht. So, hier haben wir die ganzen Poster. Die sind leider nicht wirklich das Gelbe von Ei. Wir hüpfen auch komischerweise. Hier bei der Mitgliederseite müssten wir nochmal 5 Leute mit reinschreiben. Ich glaube sogar einen löschen. Obwohl, nö, er war mal Mitglied, dann bleibt er auch für immer für mich Mitglied. Und ja, haben hier schon ganz fleißig gebaut. Die heutige Folge ist nur so eine kleine Warmwerde-Folge für mich und für euch, damit ihr mal seht, wo wir überhaupt gerade stehen, was Subnautica betrifft und was wir für eine Basis mittlerweile gebaut haben. Ne? Schaut euch das an. Also die Basis kann sich sehen lassen. Ich würde mir noch ein paar Wünsche, über Wünsche freuen, wenn ihr noch welche hättet, was ich noch anbauen soll oder wie ich das anbauen soll. Wir haben ja gut Luft, ne? Okay, wir haben Kreislauftauchgerät nicht, da muss man ein bisschen aufpassen. Nehme ich mal lieber die Seebahn, um einmal kurz eine Erkundung zu machen um die Basis, wie weit wir jetzt schon sind und was da vielleicht noch zukommen kann. Also da kann noch so viel passieren. So fucking viel. Ne, wir müssen aufpassen, unsere Zucht schwimmt ja hier noch rum. Also, begonnen haben wir damals hier mit diesen, Room, glaube ich. Das war der Room. Und an den haben wir erstmal angebaut mit unserem schönen Garten, wo auch Gemüse wächst. Und das haben wir aber nach oben verfrachtet. Gemüse wächst bei uns da oben. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was da so passiert ist. Und ja, unsere großen Aquarien mit unseren Zuchtbecken. Wenn es einen neuen Fisch gibt, den würde ich am liebsten heute finden. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, in welchem Biom der zu Hause ist. Ich werde dich erkennen sofort. So. Wie gesagt, da steht der Rest der Motte, des Sea Trucks. Hier haben wir unser Zuchtbecken. Unten drunter ist eigentlich noch komplett leerer Raum. Den könnten wir auch noch füllen mit spaßigem Spaßinhalt. Ne, gar nicht. Das sind zwei Becken. Sorry, hier war der leere Raum. Hier ist der Garten, der mir besonders gut gefällt, weil wir jetzt ja auch die komischen, wie hießen die Dinger nochmal, züchten durften. Ne, die gehören aber auch zu dem Salat dazu. Ach, das ist einfach nur herrlich. Und ja, das war es eigentlich schon. Ne? Hier haben wir ein bisschen Technik. Ne? Also hier haben wir... Ach, guck mal, hier habe ich ja noch geplant, nach unten zu bauen, was ja gar nicht so einfach war, ne? Naja, mir fehlt der Metallschrott. Ne? Vielleicht schaffen wir heute ein bisschen was zu bauen noch, ohne viel Heckmeck. Und ja, hier ist dann der Sammelraum, nenne ich es mal, um nach oben zu kommen, 300 Meter hoch, in den 4 großen Räumen. Da können wir jetzt einmal reinschauen gehen, da wäre ich neugierig. Dann laden wir die mit ein bisschen auf, warum auch nicht. Gucken, vielleicht gibt es ja mittlerweile eine Animation. Eine anständige, ja, es gibt eine anständige Animation jetzt. Sehr geil. So schön pink hier, juhu. Das habe ich wirklich fast 2 Wochen nicht angehabt. Und mir bleibt einfach die Spucke immer weg bei diesem Spiel. Das ist echt der Wahnsinn.
Flüssigkeitsaufnahme, habe ich das dabei? Ja, habe ich sogar. Sehr schön. So, gut. Hier haben wir noch einen Room, der so in Blindgängen führt, was ich ein bisschen langweilig finde. Aber schön ist halt, dass man halt Fenster hat zum Durchgucken. Damit konnten wir das so ein bisschen ausmerzen. Geplant waren ja tatsächlich 4 von diesen Gängen nach oben. Aber die würden oben gar nicht mehr so wirklich ankommen, ne? Da, wo ich sie hinhaben will. Gut, hier kommt noch der Salat rein. Der hat auch ein paar Fenster bekommen. Ja, also der hat auch die maximale Fensterzahl gekriegt. Da war ich schlau genug, vorher das Fenster reinzuhauen. Und wir sind hier über Wasser. Ja, also das ist das Coole daran. Eine eigene Andockbucht für oben. Und wie gesagt, hier haben wir die Schoten, Feuerschoten, so heißen die, glaube ich. Ja, Feuerschotenbaum. In Hülle und Fülle. Wo man einfach mal zulangen kann, wenn man mal Hunger hat und ist dann glücklich. Zack, 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 zack. Erstmal voll gesättigt. Und das sind nicht wenig. Oh, das läuft sehr viel stabiler, als ich das gewohnt bin. Ne, hier wollen wir dann die Feuerschoten später mal lagern. Jetzt habe ich ein Lag. Da, ist er weg. So, also es sind wirklich nicht wenig Feuerschoten, ne? Richtig viele. Solarzellen auf dem Dach existieren auch. Das können wir uns sogar angucken. So. Da sind die Solarzellen. Da sollen auch noch mehr hin. Also viel Arbeit wartet auch auf jeden Fall noch auf uns. Und ich sag mal, runterklettern. Zack. Sind wir wieder unten? Nee. Ja klar, sind wir unten. Jetzt sind wir gleich unten. Na, da oben muss auch noch viel passieren. Auf jeden Fall, da ist noch Potenzial, ne? Meine Zuchtbecken für die Fischschlachterei, da unten ist sie. Überbevölkert ohne Ende. Da könnte man mal wieder schlachten gehen. Ist aber jetzt aber auch nicht sinnvoll. Atomreaktor, der ist extra ein bisschen abgekapselt von der Basis. Und hier haben wir noch unseren Room. Den Scanner-Room. Ist der aktuell am Scannen oder was? Nee, ne? Oh, da siehst du sogar das hier. Live-Pod. Warum sehe ich den? Ach, Kamera, Scannerreichweite, 300 Meter. Guck mal, hier sehen wir die Stallwand eigentlich hinter uns, ne? Ziemlich schön. Okay. Läuft doch, das Ding lädt noch. Und hier haben wir ja nichts, ne? Für weitere Räume, für weitere interessante Dinge, die wir hier basteln können. Wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, ob da wirklich was Fett Neues dazugekommen ist. Oder ob das nur Bugfixes waren, die gepatcht wurden. So, aber ihr seid ja meistens die Schlaueren und schreibt mir dann in die Kommentare. So, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu unseren Zuchtbecken. Schauen uns das noch einmal an. Und dann wollte ich einfach mal durch die 7 Weltmeere mit euch cruisen. Und einfach mal schauen, was so am Bach ist momentan. Also ich dürfte... Doch, ich habe noch Titan, tatsächlich. Kein Titan mehr haben, wollte ich gerade sagen. Aber das stimmt gar nicht. Hochklettern. So, hier ist natürlich wieder volle... Ladung, sind alle da. Und hier haben wir alle Fische drin, die aktuell im Spiel existieren. Wie gesagt, ich habe den doofen Eindruck, dass ich da einen neuen Fisch gesehen habe auf dieser Seite von den lieben Entwicklern. Ne? Die schreiben ja da immer rein, was gerade Neues gibt. Der Garten, irgendwie sehen die Pflanzen so dunkel aus, finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht ist eine neue Pflanze, was macht es dann? Nicht essen, nicht essen. Oh, die passt nicht rein. Scheiße, da muss ich die essen. So. Oh, ich habe gar kein Messer, ne? Da. Also vielleicht auch ein Bug ist. Das sehen wir erst dann, wenn sie gewachsen sind, ne? Okay. Ja, fail. Ja, die passt noch bitte rein, die Melone. Zack. Hier seht ihr den Salat, ne? Das ist dieser Snowstalker Fruit Plant. Der hat auch so kleine Früchte dran. Die kombinieren wir mit den Blättern, also wir können die Blätter abhacken, mit dieser Dings hier, Pflanze, und können leckersten, feinschmeckeren Salat machen. Irgendwie sehen die wirklich sehr, sehr dunkel aus. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, weil das Licht hier vielleicht scheiße ist, ich weiß es nicht. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, Licht zu zaubern im Gebäude, ne? Hm. Keine Ahnung. So. Schönes Lager. Die leben aber noch, ne? Die Propellerfische. So. Andockbuchten. Und da ist unser Krebsanzug. Der hat im Hintergrund noch
Das ist, glaube ich, dieses Hauptbase-Gebäude, wo man die Base auch sehen kann. Die ist aber viel zu groß geworden, dass wir die, dass wir, upsa, uns ganz betrachten können. Ist einfach zu groß. Wir haben 4.38 Uhr. Energie ist bei 100%. Und wir können immer noch die Farbe der Basis ändern. Da könnt ihr natürlich auch noch Wünsche äußern. Ja, da oben scrollen ist schwierig, aber ich finde das cool, dass das so geht. Dafür ist die Basis aber viel zu groß geworden. So, gut. Schick ist er auf jeden Fall. Da kann man nix sagen. Und das ganze Management der Wege, Gänge etc. würde ich gerne noch verändern. Wir könnten zum Beispiel einen schicken Glasgang einfach so sinn- und zweckfrei hier hinschieben. Sieht ganz so aus, ob das so passen würde, ne? Gerade so sehe ich aus dem Schleppi Batterie mit mir mit unsinnigerweise, obwohl der Laserschneider bald leer ist. Also das wäre noch eine Möglichkeit. So, eine Ecke interessiert mich momentan. Aber ich glaube, da ist nichts. Sieht besser aus, die Handbewegung. Vom Gefühl her. Das Schlachtbecken. Schön warm durch den Unterwasservulkan. Also wenn ihr einen neuen Fisch seht, schreit. Wenn wir den einsammeln, würden wir eh wissen, dass das auch ein neuer ist, aber das sind alles altbekannte Fische. Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wie der aussah mehr. Boosten und boosten und boosten. Ich bin ein bisschen weit weg vom Mikro, sorry. Also hier war ja eigentlich Ende der Welt. Deswegen wollte ich hier mal gucken gehen. Ich sag euch, diese Gigabytes, die an mir vorbeigeflogen sind, an Updates in der Experimente, Heidewitzka, ne? Und die Trello-Seiten, die sind nicht wirklich simpel, wo man lesen kann, was sich so wirklich verändert hat. Na, ich nehme ein bisschen Lithium mit. Schwimmen in meinem Schiff. Ein bisschen komisch. Das kann man nicht immer gebrauchen, genauso wie Gold. Damit wir nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, ne? Und einfach nur doof rumcruisen. Also hier wird es immer noch Niemandsland sein. Ach, ich achte gerade auf jeden Fisch. Wie gesagt, haltet mich am Laufenden, falls ihr noch mehr Informationen habt. Ich freue mich natürlich über alles, wo ich dich selber lesen muss. Weil ich eine faule Sau bin. Nein, Quatsch. Aber es ist auch wirklich, die Trello-Seiten, die finde ich nicht so simpel aufgebaut. Dazu kommt noch, dass sie in Englisch sind, ne? Also ich weiß doch von ein bisschen Animation und ich glaube, ein neuer Fisch. Was ja nicht über ein Gigabyte ist, ne? Es wird wahrscheinlich viel Feinschliff passiert sein an den Gerätschaften hier. An den Schiffen, wo wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder ordentlich Metallteile kriegen. Die Grafikperformance macht mir einen besseren Eindruck gerade. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass es hier anders aussieht, aber das ist nur eine Illusion. Es sieht überhaupt nicht anders aus. Es sieht aus wie immer. Es ist nur, dass man ab und zu mal aus einem anderen Winkel da reinfährt. Dann hat man das Gefühl, dass es anders aussieht. Den Metallschrott, den kennen wir schon. Vielleicht wurde er ja mal gefixt, wer weiß. Nein, noch nicht gefixt worden. Das ist eine blöde Klumpen hier. Angezeigt wird die hier ohne Ende Metall. Wenn ihr scannt, aber das ist alles irgendwie noch verbuggt im Boden drin. Na ja, wir schauen uns erst einmal um. Es gibt viele Geheimnisse. Neue Geheimnisse. Auf der Insel passiert wahrscheinlich auch sehr viel, wo wir sehr selten rumeiern. Ach, Kaffee. Ich bin von der Arbeit gekommen. Ich habe 2 Stunden schlafen. Mehr nicht. Ich wollte heute unbedingt wieder mit Subnautica anfangen. Einfach, weil ich es wollte.
hier pflücken können. Aber ein bisschen fail noch hier, ne? Du schwimmst in dein eigenes Schiff. Du musst wirklich gerade gucken, damit du dann auch vernünftig aussteigen kannst. Aber wäre eh eine Unterwasserpflanze. Ich will ja lieber Überwasserpflanzen haben. Das ist wieder schön hier, ey. Kleine Yuki-Hufahrt. Mehr machen wir heute nicht. Ist einfach nur mal ein bisschen erkunden. Einiges an Gelsäcken. Wow, Licht. Boah, die Entwickler sind ultra fleißig, muss man einfach mal sagen. Die alles an Patches raushauen. Jeden Tag, gerade 2 MB. 2 MB Patch. Der hat aber voll lange gedauert zur Installation. Das heißt, der bestimmt irgendwas aktiviert. Ups, ich wollte nicht husten. Ja, waren wir auch schon mal entdecken. Denk nicht mal daran, du Halunke, du. Höhlen, in denen wir schon x-tausend Mal waren. Ich weiß, wer hier wohnt. Hier wohnt der große Rote, ne? Der isst mich so gern. Er snackt so gern an uns. Kommt ein Haifisch schon ziemlich nah, ne? Also hier ist nix. Bin halt von Natur aus sehr neugierig. Ich würde so gerne jetzt zum Gewächshaus. Ich habe natürlich jetzt wieder keine Boje dabei, ne? Natürlich nicht. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken ist immer gut. Lupscher. Den darf ich leider nicht einsammeln. Aber man darf auf ihn reiten. Oh, was für fette Eiswürfel. Scan in der Nerby Eis. Das Interior Chambers. Der Eisberg hat Höhlen. Dann wollen wir doch mal gucken, oder? Ist mir jetzt nicht bekannt, das kannte ich noch nicht. Das sieht schon mal interessant aus. Das schwebt hier rum. Kreaturenei. Oh. Scheiß Eier. Nest für das, für den Fisch. Komm ich hier höher? Oh Gott, sieht das geil aus. Oh, das hätte so bleiben sollen. Ein Fisch hat sich verirrt. Alter, geil. Das ist meines Erachtens nach auf jeden Fall neu. Hier geht's raus. Das ist natürlich interessanter aus. Wir haben Luft ohne Ende. Und es ist auch dunkel, weil ich ja nie eine Taschenlampe mache. Wir sind noch mehr von diesen Kreaturen-Eier. Ich weiß noch nicht, was daraus schlüpfen wird. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Alles gut. Mach nicht so eine Welle. Ach, schade, das mit dem Licht. Boah. Es geht aber sehr tief in diesen Eisberg rein. Ich hoffe, wir kommen da unten jetzt raus. Das ist auf jeden Fall eine neue Eierart. Das sieht aus wie der Lochfisch, ne? Das wäre krass, wenn wir den Lochfisch züchten könnten. Den großen. Dann fahren wir sofort zurück und werfen den im Becken. Wo ist mein Ding? Da. Was willst du den denn scannen? Den Bumerang? Das war mir neu. Also auf jeden Fall Kreaturenei unbekannt. Also unbekannt sieht mir das echt, ehrlich gesagt, gar nicht aus. Das passt nur hier gar nicht. Da ist er. So unbekannt aus, ne? Da. Zwei Minuten unterwegs. Und dann gleich die ganz neue Welt hier, ey. Es ist unglaublich einfach bei Subnautica. Es ist einfach unglaublich. Diese Eisberge hier. Also ich habe gerade keine Orientierung. Wir sind von der Hauptbasis
1,2 Kilometer weg vom Livepod. Ja, hier müsste irgendwas Gewächshaus sogar sein, ne? Sieht optisch alles ein bisschen anders aus hier. Geil. Ja, das wäre natürlich cool, wenn wir den züchten dürften, ne? Boah, guck ich mal den Eisberg an. Ja, da bist du am Träumen, bist wieder. Erstmal müde bin ich und zweitens geflasht. Bin immer wieder neu geflasht von dem Spieler. Es ist echt der Wahnsinn. Was die hier auf die Beine stellen. Also die haben auf jeden Fall, ich bin mir sicher, an diesen Eisbergen gearbeitet. Die sehen jetzt alle schnittiger aus, eisbergiger, frostiger. Das sieht super interessant aus. Diesen kleinen Blick erhaschen immer nur. Ich glaube, das ist auch die Insel mit dem Gewächshaus. Kommt mir gerade so massiv bekannt vor. Natürlich lustig. Aber da wird sich nichts verändert haben. Kannst du mir nicht vorstellen. Da hinten ist meine Basis, also nicht wundern, das sieht echt komisch aus von hier hinten, ne? Mega komisch. Sieht allgemein mega geil hier aus. Was ist das denn für eine Insel hier? Wachsen sogar diese Feuerfrüchte. Ja, wir müssen Eier schlüpfen lassen, ich bin zu neugierig, was da rauskommt. So, ist es das? Ja, guck mal, hier ist auch wieder dieses. Boah, was eine geile Sicht wir heute haben. Genießt sie. Da ist das Gewächshaus. Sich hier was verändert hat, einfach nur aus purer Neugierde. Die Oma war ja noch hier. Aber die Oma ist jetzt weg. Oder saß sie unten noch? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du diese Eier einsammeln? PDS sind noch Platzhalter. Und hier haben wir dann den Salat zum ersten Mal gefunden. Snowstalker Fruit. Die wir nicht für nichts brauchen, ne? Warum sind hier Dschungelgeräusche drin, Alter? Okay. Wo ist denn dann die Oma jetzt? Ist sie wieder bei sich in der Bude unten? Naja, keine Ahnung. Wir werfen jetzt die Eier schnell ins Aquarium. Das ist eigentlich genau über der Erbauerkonstruktion. Schiff. Wo habe ich es denn jetzt hier? Ich sehe alles, da ist es. Nur mein Schiff nicht. Hui. Das so ein bisschen erkunden. Wird heute eine kurze Folge einfach mal so, damit ihr seht, es geht wieder rund, es geht wieder weiter, es geht wieder. Ach, wir werden die Basis noch erweitern, erweitern, erweitern. Oh, das Licht sieht so absolut gut aus gerade. Also in den gesamten Eisschollen werden sich Sachen verstecken, ne? Mit den Höhlen etc. drin, ne? Und denn ein, wo wir sogar gesagt kriegen, dass der Höhlen hat, gab es Eier. Was ist das? Das ist einfach nur ein Eisbohrlock, der nicht dahin gehört, ne? Okay. Trotzdem fasziniert diesen Eisblock. So, gerade eben durch. So, guck mal, das Gewächshaus wollte ich gar nicht so direkt suchen, direkt gefunden. Witzig. Auf geht's nach Hause. Wir haben eine Züchtung vor, Leute. Wir haben eine Züchtung vor. Da ist die
goldene Frage, welcher Fisch wird dabei rauskommen? Es sieht verflucht doch mal nach dem Lochfisch aus. Oder wer weiß, was sonst da rauskommen kann. Schon? Sieht auch wunderschön aus. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Jetzt hat's Aroma. Ja, wir müssen jetzt erstmal Aquarium füllen. Wir haben eine Züchtungsmission. Gilt ja auch als Basenbau, meine Züchtung. Doki, das sieht echt mega aus. Was für eine Basis. Heidewitzka. Da kommt auf jeden Fall noch ein Glasgang da rein. Einfach nur, weil wir es können. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glas, ich glaube aber nicht. Das war schon so lange her wieder. Welcome aboard, Captain. Reicht nicht für viel. Das sind auf jeden Fall große Eier, ne? Boah. Ein Quarz, naja. Ich würde sagen, wir werfen eins hier rein. Aber nur eins. Sofort an der Oberfläche. Machen wir noch eins hier rein. Ich weiß noch nicht, welcher Fisch dadurch entsteht. Nehmen wir mit. Das schwimmt direkt an der Oberfläche. Ist ja ulkig. Dann werfen wir noch einen ins Kühlschrank, falls wir die vermehren wollen. Haben wir den einen dann zwei. So, da hält das ja frisch. Frisches Ei. Und schau mal, was macht, wenn wir das hier loslassen. Also du lässt das mal rumschwimmen. Das verdrückt sich nach oben. Eine Oberfläche. Dann wird das schon mit Sauerstoff zu tun haben. Das wird der Fisch sein. Ja, das haut wirklich ab. Bestimmt ist das der Fisch. Deswegen legen die in Höhlen. Gut, Zeit ist knapp, leider immer noch bei mir. Wenn ihr coole neue Informationen habt, die ich mir morgen in der Folge reinpfeifen soll mit euch, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten freue ich mich auf viele, viele neue Abenteuer und was daraus wird aus unserem neuen Ei. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und sorry für die kurze Folge.